Moin Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Ja, wenn ihr euch fragt, wieso ich mit dem ganz normalen Steve-Skin hier spiele. Ja, ich habe zwar Internet, aber Minecraft nimmt das Internet aus irgendeinem Grund nicht an. Und ja, deshalb muss ich jetzt wohl damit leben. Man sieht meinen Skin ja eh fast nicht. Und da ist wieder so ein Vogel. Ja, wir haben zwei Smaragde von Villagern bekommen. Außerdem ein Bronzeschwert. Das hat zwar nur 6 Angriffsschaden und ist, glaube ich, nur so stark wie ein Eisenschwert. So eine Schärfe 1. Ja, irgendwie, der Schärfeffekt erhöht auch irgendwie die Angriffsgeschwindigkeit hier. Also das ist jetzt verzaubert, deshalb hat das 7 Angriffsschaden. Im Normalfall haben die 6 Angriffsschaden, aber es steckt halt extrem stark schnell zu. Das hier zwar auch, aber auch nur, weil es verzaubert ist. So, Kohle habe ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das brauche. Ich baue jetzt aber mal ein bisschen was davon ab. So ist der Skin wieder der normale, aber nein, immer noch nicht. Ja, Minecraft hat echt viele Bugs. Zwar nicht im Spiel an sich, da eher wenig. Also, na wobei, ein bisschen verbuggt ist es auch im Spiel. Aber vor allem technische Probleme jetzt hat Minecraft schon einige. Manchmal nimmt es zum Beispiel grundlos Mods nicht an, die eigentlich genau die Version haben, habe ich ja schon gesagt. So. Dann geht es jetzt hier lang und wieder so ein Fichtenwald. Im Moment ist das hier eine Libelle. Kann das sein? Das ist ja mal cool. Boah, ich bin so froh, dass ich die More Animals Mod installiert habe. Was? Die Libelle hat das Eisenschwert überlebt. Okay, jetzt ist sie tot. Es ist einfach so abwechslungsreicher. So abwechslungsreich war Minecraft echt noch nie. Hier ist wieder eine Höhle, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Ich werde dann zwar später noch Diamanten brauchen, also mehr Diamanten, und ich nenne euch auch gleich den Grund. Nämlich der Grund ist so Enderperle, genau, denn ich müsste ja Enderman besiegen und das spawnen eben auch Spinnen nebenbei, und das heißt, die könnte ich nicht besiegen, und deshalb kann man die hier mit einer Wasserflasche, einem Diamant und Lohnstaub craften, bekommt 5 Stück davon. Das geht eigentlich noch. Wenn das jetzt die einzige Möglichkeit wäre, da ranzukommen, dann wäre das auch nicht... Hä, warum? Ich habe das Gefühl, irgendwie ist grundlos jetzt so ein Holzblock hier weg. Ich habe das Gefühl, irgendwie so ein Viech hat das gerade geklaut, aber ist ja egal. Ja, ich werde dann noch irgendwann ein Let's Play mit schlechten Minecraft-Mods machen, so ähnlich wie Minecraft Schmods von LeCoopa, das werde ich dann aber anders nennen. Und da muss ich dann aber erstmal schlechte Mods raussuchen. Es gibt gar nicht mal so heftig viele schlechte Mods. Es gibt mehr gute Mods als schlechte Mods. Wobei die schlechten Mods, die kann man eigentlich. Die schlechten Mods, die sind so schlecht, dass sie wieder gut sind, wenn ihr versteht, was ich meine. Zum Beispiel die Weird Things Mod. Da gibt es zum Beispiel so eine Art Kreuzung aus Spinne und Schwein, die aber auf zwei Beinen stehen und die dann die Arme so kreisen. So, und ich sehe immer noch keinen Dschungel hier. Ja, das ist ein ganz gewöhnlicher Wald. Wie es den auch in jeder Ecke in Minecraft gibt. Aber warum spawnen hier so viele Pandas eigentlich? Na egal. Okay. Werde ich aber wohl weitersuchen müssen. Hey, Moment! Ein Reh. Das ist ja krass. Ich will es aber eigentlich ungern killen. Habt ihr gerade die Sprunganimation gesehen? Sehr cool. Also für Minecraft-Verhältnisse ist das echt gut animiert. Das muss man echt sagen. Stößt man immer wieder auf
neue Tiere in Minecraft. Und jetzt gibt es hier auch Schweine, aber ich habe genug zu essen. Ich glaube, ich weiß auch, warum das Skin nicht geladen werden konnte. Irgendwie ist die Verbindung zu Minecraft instabil. Ich kann eigentlich nur noch versuchen, die Minecraft-Welt nochmal neu zu laden. Warum passiert das eigentlich mit diesen Blöcken, dieser Bug? Dass man die nicht abbauen kann. Das ist so verdammt nervig. Und so dumm. Okay, das hier sind jetzt Rosen, oder? Ich wollte es einfach nur abchecken. Ja, es sind Rosen. Strauch. Denn ich weiß ja einiges aus Minecraft nicht mehr. Deshalb war ich mir da nicht zu 100% sicher. Aber klar, was hätte es sonst sein gekonnt? Ja, warum setzt er hier keine Blöcke manchmal? Jetzt wird es wieder Nacht. Die Schwierigkeit ist aber auch friedlich. Ja, das ist gut so. Die Schwierigkeit darf ich nur im Nether auf normal stellen oder einfach erhöhen. Die Kunde wisst ihr ja schließlich. Boah, ich setze immer zu viel Blöcke. Den Block könnte ich ja eigentlich abbauen. Als ob. Ja, die Verbindung ist aber auch mega instabil. Was zur Hölle? Das habe ich echt noch nie erlebt. Was ist das denn? Das sieht irgendwie ein bisschen so aus wie Dschungelholz, aber das kann es eigentlich gar nicht sein. Denn das sieht kein bisschen wie ein Dschungel aus. Und jetzt wieder hier so drüber sneaken. Ja, die. Wenn ich die Blöcke setze, laggt das nicht, aber wenn ich die abbaue, schon. So, da hilft nur, die Minecraft-Welt neu zu laden. Ist das Skin jetzt wieder normal? Boah, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Warum ist das Skin nicht normal? Ich hasse diese Drecks-Minecraft-Bugs. Ja, aber es liegt vielleicht auch daran, dass Java relativ, ja, ein bisschen technisch isoliert ist. Ja, Java ist ziemlich, also das ist das Programm, wo Minecraft drauf läuft, das ist ziemlich anfällig auf Sicherheitslücken. Und das kann schon. Ich habe da gerade eine Grille zirpen gehört und da ist die Grille ja auch. Und wieder für Minecraft-Verhältnisse echt geiles Design. Und bam, tot. Ja, Erfahrungspunkte. Wieder eine Grille. Das ist ja mal krass. Aber wie konnte die zwei Schläge von einem Eisenschwert einstecken? Oder lag das jetzt doch daran, dass ich so wenig Schaden gemacht habe? Also so eine Grille könnte eigentlich nur ein halbes Herz haben. Und das sieht man ja auch so ab. Boah, wie viele Höhlen gibt es ja eigentlich noch? Unfassbar viel. Ja, ich sollte ein bisschen weniger Blöcke setzen. Ja, wisst ihr, was ich viel besser fände? Dass, wenn ich jetzt hier in Minecraft ins Inventar gehe, dass ich dann genau hier so eine Option habe, meinen Skin zu ändern. Dann klick ich da drauf. Dann komme ich hier in so eine Art Malprogramm, wo ich meinen Skin erstellen kann. Also direkt in Minecraft. Und dann kann ich das eben speichern und alles. Dann kann ich auch Skins, die ich gespeichert habe. Also man kann mehrere Skins speichern und man kann die dann auch verwenden. Das wäre doch viel einfacher und viel besser. Das dauert einfach ewig, das mit dem Server quasi zu machen, dass man sich da erst verbinden muss und das Ganze. Ich will jetzt aber mal wissen, ob das Reh was droppt. Das ist zwar sehr unmenschlich, das jetzt hier zu killen. Aber bei Hühner habe ich eigentlich auch gekillt.
Oh, das hat tatsächlich was gedroppt. Four, was kann ich denn daraus machen? Four. Four Chest. Ja, eine ganze Rüstung. Mal sehen. Vielleicht kann ich daraus ja noch mehr craften. Oh, ich kann da weiße Wolle draus craften. Aber was ist das für ein komischer Helm? Das sieht so aus wie so ein Astronautenhelm oder sowas. Oder so ein Taucheranzughelm. Keine Ahnung, wie man das nennt. Das sieht gar nicht aus wie aus Wolle oder so. Gut, ein bisschen schon, aber das sieht eigentlich eher aus, als wäre das Metall. Moment, was ist das da vorne? Okay, das sind auch nur Rehe. Ich dachte da gerade irgendwie, das wäre so eine Art Wolf, das dort ist. Es scheint, als wenn es hier echt viele Rehe gibt. Finde ich nicht schlecht, aber man kann es auch ein bisschen übertreiben. Es können ja auch mal andere Tiere spawnen, anstatt nur Rehe. Naja. Jetzt hört man auch wieder die schöne Minecraft-Musik. Immerhin das. Und hier sollte ich auch ein bisschen mehr bauen. Und wenn ich dann hier lang gehe, dann weiß ich vielleicht nicht mehr, ob ich da hoch soll oder nicht. Hey, Moment. Könnte es sein, dass das eventuell mein Haus dort ist? Klar, ich weiß, wo es lang geht, ich weiß den Weg, aber ja, vielleicht ist es das ja. Das wäre natürlich ziemlich krass. Aber ich verlasse mich nicht drauf. Was ist das denn da vorne? Es scheint irgendwie, das sieht aus wie so Fell oder sowas. Es scheint ein Tiger zu sein. Ein Tiger. Krass. Aber warum zur Hölle spawnt genau hier ein Tiger, nicht irgendwie in der Savanne oder sowas? Einfach ganz normal hier in so einem Berg. Moment. Was passiert, wenn ich den angreife? Weiß nicht, ich glaube jetzt spawnen. Es würden feindliche Mobs spawnen. Aber ich glaube, wenn ich im einfachen Modus oder in einer höheren Schwierigkeitsstufe wäre, dann würde der mich angreifen. Aber es ist jetzt höchstwahrscheinlich Nacht, es ist ja schließlich auch dunkel. Wenn Tag wäre, wäre der Himmel jetzt grau. Und deshalb, was ist das hier eigentlich wieder? Als ob. Es gibt sogar Fliegen in Minecraft. Oder? Oder? Moment, das ist, glaube ich, eine Ameise hier. Hier, die trägt Körner. Und die habe ich jetzt, glaube ich, geklaut. Oder? Ja, ich habe Körner im Inventar. Das scheint eine Biene zu sein. Ja, ich bin fies, ich weiß. Immer die Tiere killen. Aber ich will halt wissen, ob die irgendwas droppen. Die Biene könnte zum Beispiel Honig droppen. Oder Nektar. Ich gehe jetzt mal lieber hier lang. Denn da komme ich dann leichter rüber quasi. Dort bei der anderen Stelle ist ja so ein hoher Berg. Oder ich baue das hier erst so hoch ein bisschen. So ein Mast. Damit ich dann immer wieder schön zurückfinde. Oh, ich hoffe aber, ich finde wirklich zurück. Ansonsten muss ich den Seed nehmen, aber das will ich eigentlich vermeiden. Weil das sehr, sehr schwierig ist, dann wieder zurückzufinden. Was zur Hölle ist das eigentlich? Moment, ich baue hier erstmal ein bisschen wieder Blöcke hin, damit ich dann wieder zurückfinde. Aber was zur Hölle ist das für ein Baummonster hier? Das ist ja mal krass. Um
kann ich ja noch nicht mal Schaden machen. Oder kann es sein, dass ich dem quasi auf den Kopf schlagen muss? Oh Gott. Ich bin jetzt quasi in dem Kopf von dem Vieh. Ja, auch das macht keinen Schaden. Oder kann ich das Vieh nur im einfachen Modus angreifen? Was zur Hölle, ein fliegendes Pferd? Alles klar, ja, das... Dazu sage ich einfach mal nichts. Oh, da hinten ist eine Spinne gespawnt. Ja, ich gehe lieber in den friedlichen Modus. Will ungern gegen die kämpfen. Ansonsten werde ich es noch ziemlich bereuen. Also, wenn ich gegen die Spinne kämpfe. So, ich bin immer noch im friedlichen Modus. Ja, zum Glück. Boah, ich wünschte, man könnte entscheiden, dass bestimmte Mobs nicht mehr spawnen können. Ich wünschte, es gibt ja so eine Mod. Na toll, jetzt muss ich hier über so einen Berg. Und das ist ziemlich hoch hier. Und das ist eigentlich... Okay. Ah, die Grasblöcke sehen aber ein wenig seltsam aus. Naja, ich glaube, ich finde dann wieder hier hoch. Aber wie heftig weit bin ich jetzt eigentlich von meinem Haus entfernt? Ich komme einfach nicht darauf klar. Sollte jeder Block in halben Meter sein, ein halber Meter. Ja, dann wären das bestimmt auch ziemlich viele Kilometer. Oder sagen wir einfach mal, jeder Block ist ein Meter. Dann wäre das ja erst recht viel. Hier noch ein bisschen Blöcke setzen. Zur Sicherheit. Ich muss ja hochfinden. Als ob das jetzt nicht abgebaut wurde. Hey, jetzt ist es aber nicht mehr so instabil. Jetzt kann ich das Neuladen nochmal probieren. Funktioniert's jetzt? Bitte. Nein! Boah, was soll der Betrug eigentlich? Wollen die mich irgendwie verarschen? Warum? Es ist doch eine Internetverbindung da. Es ist zu 100% eine Internetverbindung da. Das kann mir niemand erzählen, dass keine Internetverbindung da ist. Es ist eine Internetverbindung da, aber trotzdem. Warum baue ich mich eigentlich hier nicht hoch? Warum setze ich überall Blöcke hier, anstatt mich einfach hochzubauen? Ja, so einfach würde das gehen. Ich setze aber jetzt trotzdem noch ein paar Blöcke zur Sicherheit. Damit ich auch weiß, dass ich hier war. Und das ist hier so eine Art Schneebiom. Also sind wir ja schließlich auf dem Berg hier. Und immer noch kein Dschungel in Sicht. Aber wieder so eine Baumskulptur hier, so ein Baumonster oder was es hier ist. Aber Moment, vielleicht kann ich dem ja nur mit einer Axt Schaden machen. Moment, das teste ich jetzt hier. Klar, es ist ja ein Baum, den kann ich ja zerhacken mit einer Axt. Vielleicht, dass ich dem mit einem Schwert keinen Schaden mache, ist ja auch irgendwie logisch. Als ob ich wollte es runterschmeißen und nicht auf die Werkbank. Ja, genau so. Tatsächlich. Und mit einer Spitzhacke zum Beispiel geht das auch nicht. Nö, tatsächlich nur mit einer Axt. Aber das finde ich auch so genial. Man muss erstmal drauf kommen.
Und jetzt ist anscheinend auch wieder Tag. Können jetzt keine feindlichen Mobs spawnen. Ich glaube nicht. Oder sind hier irgendwo feindliche Mobs? Tot. Wie viel Erfahrungspunkte droppt er denn? Das war aber nicht besonders viel. Ja, dann lasse ich den jetzt auch mal in Ruhe hier. Was ist eigentlich das hier? Moment, ist das ein Elefant? Tatsächlich. Und warum zur Hölle ist der Elefant jetzt hier in den Blättern drin und der nimmt auch irgendwie keinen Schaden? Halt. So, was ist das denn jetzt hier wieder? Okay, da kann ich wieder eine Rüstung draus craften. Das brauche ich aber eigentlich nicht. Boah, ich will das loswerden. Ich nehme auch nur das an, was ich wirklich brauche. Ich würde es annehmen, wenn ich ein leeres Inventar hätte, aber jetzt ist mein Inventar voll. Und ich will nicht, dass es noch voller wird. Also mal, weil so heftig voll ist es auch nicht, aber wenn man den Platz im Inventar so verschwendet, dann wird es halt voll. Ich weiß nicht, ob ich den Part bald beenden sollte. In letzter Zeit habe ich die Parts ja immer ein bisschen zu lang gemacht. Ja. Naja. Wir haben immer noch keinen Dschungel gefunden. Und ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch dann aber freuen. Bis dann und ciao, euer Jono.